Willkommen zusammen zum Ankündigungsvideo für die Baureihe 218 von TSG für den Trainsim World 4. Die Baureihe 218 wurde jetzt endlich angekündigt mit einem konkreten Release-Datum. Release ist der 25. Juni 2024, das heißt also in 7 Tagen, in einer Woche. Nächste Woche Dienstag ist es soweit. Da ist der Release dieses Lok-DLCs, das für die Strecke Hamburg-Lübeck und Maintalbahn gebracht wird, beziehungsweise hat entsprechend dort Fahrplanfahrten. Gucken uns aber gleich mal zusammen an. Wir schauen mal zusammen uns den Artikel an. Hier einmal das Bild, das Key Art von der 218 hier aus dem Lübecker Hauptbahnhof. Sieht wirklich toll aus. Und ja, ne, ein bisschen was zur Lok steht jetzt an Informationen. Wir sehen hier eine Doppeltraktion 218 mit Autozugwagen, die hier unterwegs sind. Hier steht, dass die ersten Prototypen in den 60er Jahren gebaut worden sind. Die Serienlokomotiven dann zwischen 71 und 79 dann unterwegs gewesen in Deutschland, in Westdeutschland, und haben eine Maximalgeschwindigkeit, eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h bei 2800 PS, was nicht extremst viel ist. Also schwere Güterzüge mit einer 218, selbst mit zwei 218ern, ist eher schwierig, aber Personenzüge, leichtere Personenzüge und so, das geht alles ohne Probleme. Hier sehen wir mal ein Bild von der 218, wie sie den Hamburger Hauptbahnhof verlässt. Rechts davon eine Baureihe 112. Die 218 zieht an dieser Stelle hier Dostos. Hier mal ein Bild aus dem Führerstand, auch wirklich sehr schön, sehr detailliert, der Führerstand. Also man kann hier alles sehen, alle Schalter sehen, alle Schalter auch bedienen. Wir haben hier das FIS, beziehungsweise ja, das Fahrgastinformationssystem, das hiermit eingestellt wird, beziehungsweise die Zugzielanzeige. Also sieht auch toll aus, hier mit dem TSG-Symbol da drauf. Kennen wir schon aus der Foslo G6, da war das ja auch so tatsächlich. Oder aus der 628, da war das ja auch so. Also sieht auf jeden Fall schön aus, schön abgenutzt an einigen Stellen der Führerstand. Ne? Kein Neubau, wie man es jetzt erwarten würde. Und was auch interessant ist, die N-Wagen da hinten mit dran. Dann haben wir hier ein Video, das wir uns mal zusammen angucken können. Mit der 218 einen kleinen First Look, den es auch bei YouTube zu sehen gibt. Übrigens, ich verlinke euch natürlich diesen Artikel in der Videobeschreibung. Ja, ne? Hier hören wir, können wir mal reinhören, wie so der Motor klingt, wie die 218 bei der Fahrt klingt. Wir können die Instrumente sehen. Hier Gameplay auf Hamburg-Lübeck, Doppeltraktion und N-Wagen auch mit hinten dran. N-Wagen zweiter Klasse werden mitgeliefert, sowie Karlsruher Kopf Steuerwagen mit dem Dieselfahrtisch. Das heißt also auch ein neuer Steuerwagen, der mit dazu kommt. Wir haben ja die Elektrik-Variante, die elektrische Variante. Und jetzt haben wir halt eben den, da sehen wir ihn, den Diesel-Karlsruher Kopf. Sieht auch ein bisschen anders aus als der andere Karlsruher Kopf. Hier mal das Horn. Genau. Auch von außen. Das Ganze hier im Trainingscenter. So, und jetzt fährt das Ding an. Und da haben wir die Dieselmotoren. Und hier bei der Anfahrt aus dem Hamburger Hauptbahnhof. Und der Sitz ist auch noch einklappbar. Kleines nettes Feature. Kennen wir schon auch aus der Foslo G6. Auch sehr schön. Und was wir auch haben, ist noch eine weitere Kameraansicht, sodass man auch eben von oben da drauf gucken kann. Könnt ihr mal hier sehen, was haben wir hier? Das ist der Leistungsschalter, der Luftpresser, Zugbeleuchtung, das weiß ich nicht ganz genau, was das ist. Abblenden, hier, das sind die Signallichter, Führerraumleuchte, Fahrplanleuchte, Instrumentenleuchte und so weiter und so fort. Ne? Also schön detailliert und schön abgenutzt. Ne? Guckt euch die Texturen an, das sieht schön abgenutzt aus. Ja, also so viel dazu. 25. Juni wird die 218 erscheinen. Hier haben wir nochmal ein Bild von der Maintalbahn mit Dostos im Sandwichbetrieb. Und ja, was auch noch eben mit dabei ist, ist eben der Schnellgang mit ungefähr 160 kN bzw. maximal 160 kN an Zugkraft, wenn es darum geht, eher schnell auf Geschwindigkeit zu kommen.
Also das Ganze eben nur für leichtere Züge mit einer Maximalgeschwindigkeit von 140 km/h. Ansonsten gibt es auch den langsamen Gang mit einer höheren Zugkraft von 220 Kilonewton, ist aber am besten dann zu nutzen für schwere Güterzüge mit einer Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h. Ne? Cold starting the locomotive also requires patience and can take some time. Otherwise it's a fun and easy to drive locomotive. Ne? Also aufrüsten dauert ein bisschen, aber es macht auch Spaß. Zum Thema Gameplay. Hamburg-Lübeck ist hier definitiv im Fokus. Es wird kein TOD-Update geben. Das heißt also, die Beleuchtung wird sich für Hamburg-Lübeck nicht verändern. Das ist die gleiche Beleuchtung wie aus TSW 2. So viel schon mal von vornherein. Es wird Folgendes geben: 15 Fahrten mit der 218 von Hamburg nach Lübeck mit N-Wagen und dann entsprechend 16 Fahrten von Lübeck nach Hamburg mit den N-Wagen, mit dem Steuerwagen wieder zurück. Einmal den RE43 mit einer besonderen Zugkomposition, nämlich die 218, dahinter eine 112 und dahinter Dostos. Und das Ganze eben dann auch zurück mit dem Dosto-Steuerwagen dann eben vorne dran und der 112. Dann gibt es noch zwei RE85 Fahrten mit den Dostos. Das sind die Fahrten Hamburg nach Puttgarden und 11 Güterzugfahrten zwischen Rothenburgsort und Lübeck mit den Frachtwagen, die Güterzugwagen, die wir schon kennen. Das heißt also 271 fahrbare Fahrplanfahrten mit der 218, beziehungsweise auch mit dem Steuerwagen dann. Also insgesamt schon ziemlich viel Gameplay, was da einem mitgeliefert wird. Zusätzlich diejenigen, die die Niddertalbahn besitzen, werden dann auch die 628 im verkehrsroten Design dann auch als KI im Lübecker Hauptbahnhof sehen. Die 218 wird dafür nicht benötigt. Das kommt also als Update noch mit dazu. Die Szenarios. Vier Szenarios werden mitgeliefert mit der 218 und haben sowohl Passagier- als auch Güterzugfahrten. Auch die werden wir uns vielleicht angucken, zumindest eine werden wir auf jeden Fall mal fahren. Diejenigen, die die Maintalbahn haben, können tatsächlich auch auf der Maintalbahn ebenfalls mit der 218 fahren, was eine Zeitperiode repräsentiert zwischen Dezember 2017 und 2018, wo die Westfrankenbahn zusätzliche Fahrzeuge gebraucht hat, um eine 642 zu ersetzen. Und da wurde dann entsprechend eine 218 tatsächlich genutzt und das wird hier mit in diesem Sinne ja, simuliert, wenn man es so möchte. Es gibt insgesamt 19 RB88 Fahrten und ein paar Shunting Depot Services, also es geht dann darum, ins Depot dann reinzufahren oder wieder rauszufahren. Da gibt es auch dann entsprechend noch eine Handvoll davon. Ja, ansonsten kennen wir das Ganze von der Maintalbahn, wie es da aussieht. Da wird es jetzt nichts Großes am Gameplay geben, nichts Unterschiedliches, aber die 218 wird da eben jetzt auch mit dabei sein. Ansonsten kann man natürlich auch im Freeroam-Modus alles machen, was man möchte. Das Ganze auch im Livery-Designer anpassen. Repaints erstellen. Ich bin mir sicher, Soundmods und sonstige Mods werden auch irgendwann erscheinen. Auch die werden wir uns dann zusammen angucken. Der Preis des Ganzen ist 17,99 €. Es gibt, sofern ich gesehen habe, keinen Vorbestellerrabatt und wird nächste Woche am Dienstag erscheinen. Und zwar am 25. Juni 2025. Wir werden uns das Ganze angucken. Und zwar kann ich euch jetzt sagen, der Plan ist, dass am Montag, dem 24. Juni, ein Stream kommt, sodass ich euch vorab schon mal die 218 zeigen kann und wir uns da alles angucken können, was ihr euch ansehen wollt. Also, ne, Montagabend auf jeden Fall dafür dann freihalten. Und ansonsten wird es auch definitiv Videos dazu geben, die ich auch so mache, unabhängig von Livestreams. Gut, dann bin ich noch ganz gespannt auf euer Feedback, auf das, was ihr so zu 218 zu sagen habt. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch bei den entsprechenden Videos der 218. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.